So, die Suche nach Tashmin geht weiter. Und die soll in den Dock sein. Ich glaube, hier geht's an den Docks, ne? In dem Spiel? Ja. Die Güte, die ihr der Aldarchin in Turinan erwiesen habt. Mögen die Göttlichen euch dafür segnen und behüten? Keine Ahnung, mich meint sie nicht. Ja, hängt hier mal fest. Dieser fühlt sich elend. Dieser fühlt sich elend. Jojo, hier, ich mach die frei. Warum solltet ihr das tun? Dieser kennt euch doch nicht mal. Außerdem hat dieser Kopfgeldjäger einen Haftbefehl mit Tashmins Namen darauf dabei. Solange er den hat, wird dieser niemals frei sein. Ich besorge den Haftbefehl und dann befreie ich euch. Dieser wird bald tot sein, es ist unvermeidlich. Aber wenn ihr wirklich vorhabt, den Haftbefehl zu holen, dann müsst ihr ihn ihm aus der Tasche stehlen. Er war hier und hat's Koma getrunken, während sein Partner Jagd auf weitere Kaschid macht. Also wollt ihr euch bestimmt beeilen. Ja. Nichts leichter als das. Wie soll ich den denn jetzt aus der Tasche stehen? Hier ist alles voll. Einfach ansprechen oder was? Von hier vielleicht? Er ist noch nicht mal physisch da, also er ist gar nicht da. Oh, weißt du was? Nicht mal dolchen kann man den. Gar nicht. So. Der hat die Taschen des Kopfgeldjägers. Funktioniert nicht. Was soll denn der Scheiß? Irgendwie bin ich jetzt erzürnt. Warum funktioniert das nicht? Mal nochmal laden. So. Mal gucken, ob die jetzt funktioniert. Wo ist denn der? Es funktioniert einfach nicht. Sind die Taschen vielleicht ganz woanders? Sind sie vielleicht nicht da? Ja, super. Toll. Leute, die Quest kann nicht weitergehen. Er ist nicht da, er ist nicht existent. Seht ihr? Ich kann ihn nicht umbringen, ich kann ihn nicht angreifen, ich kann ihn nicht töten, ich kann ihn nicht bestehlen. Nix, gar nichts. Er ist nicht da. Den existiert nicht. Er ist ein stummer NPC. Super. Punktabzug, Leute. Nö, ich mache jetzt die andere Quest. Die Quest geht nicht. Funktioniert nicht. Die Lane können wir nicht, weitermachen. Das gibt Punktabzug in der Bewertung, aber sowas von. Keine Ahnung, wer da was vergeigt hat, aber das war wirklich vergeigt. Ich habe schon solche Fehler gesehen, ne? Aber meistens manchmal funktionieren die dann doch irgendwann wieder. Aber bin ich extra hierher gekommen und dann können wir die Questline nicht mehr weiterverfolgen. Was für ein Bullshit. So.
Da müssen wir dahin. Ja, toll. Schön. Eine Quest, die nicht funktioniert. Bitter. Sehr bitter. Also das Fazit von Diebesgilde ist ja noch nicht durch, ne? Sofern ich mich nicht irre. So. Die haben noch keinen Quest. Also da habe ich die Questbewertung noch nicht drin. Das heißt, es gibt Punktabzug im Gameplay. Ganz übel. Und ich vermute mal, das ist das, wo ich gesagt hatte, das ist die Errungenschaft, die fehlte, wo wir gerade die Hälfte haben. Das würde das weiterführen. Zumindest ist es ein Teil davon. Das ist eine Geschichtsstory. Und die geht nicht weiter. Das finde ich blöd. Mal gucken. Sofern ich die nachher weitermachen kann, dann bleibt es wieder bei den 35 Punkten. Aber so, ne. Nee. Gut, einsame Flucht machen wir jetzt. Als ich noch eine junge Beutelschneiderin war, träumte ich von diesem Ort. Ich dachte, wenn ich etwas aus mir mache, könnte ich eines Tages dorthin gehen. Mit erhobenem Kopf. Und dass ich mir wie jemand ganz Gewöhnliches einfach etwas zu trinken bestellen kann. Es schmeckt genau wie das, was wir im Nest haben. Ich verstehe nicht. Ich dachte, eure Notiz würde sich auf Nikolaus beziehen. Ja, er ist der Grund, warum ich etwas Starkes zu trinken brauche. Laut Magnifica Valora ist das Gefängnisschiff des Eisenrats in einen Sturm geraten und fast gekentert. Die Wellen spülten mehrere Leute über Bord, darunter Nikolas. Im Sturm auf See geblieben, sagten sie. Klingt, als ob ihr es nicht glauben würdet. Magnifica Valora tut das auch nicht. Hier ist eine Kopie seines Steckbriefs. Ganz Tanit ist damit gepflastert. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was wirklich geschehen ist. Falls er tot ist, dann schmeißen wir eine Feier im Nest. Aber falls er noch lebt, dann spürt ihn auf und... Und was? Was soll ich tun? Tut, was ihr als passend erachtet. Ich werde jede Entscheidung unterstützen, die ihr fällt. Jemand, den man den Wüstenfalken nennt, sucht auch nach Nikolas. So wurde ich hierauf aufmerksam. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was dieser Falke weiß. Wo kann ich diesen Wüstenfalken finden? Nach dem letzten, was ich gehört habe, war der Wüstenfalke in Grünschatten. In irgendeiner Taverne in Marbruck. Seht nach, was ihr herausfinden könnt. Falls irgendwelche Spuren zu Nikolas führen, dann folgt ihnen. Ich habe ein paar Fragen. Ich werde beantworten, was ich kann. Wer ist der Wüstenfalke? Warum das Interesse an Nikolas? Jemand, der nicht merkt, wie pompös der Wüstenfalke klingt. Nikolas hat sich über die Jahre Feinde gemacht. Vielleicht ist das einer von ihnen. Aber warum sucht man erst jetzt nach ihm und nicht schon nach dem Mitgiftbeutezug? Wer er auch sein mag. Ich habe die Hoffnung, er ist bereit, mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn ich Nikolas finde, was soll ich dann mit ihm machen? Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Wir waren so viele Jahre lang Freunde. Er hat der Gilde so viel bedeutet. Er hat mir so viel bedeutet. Und dann hat er uns verraten. Er hat uns einfach dem Eisenrat ausgeliefert. Es ist noch viel zu gut für ihn, auf See zu ertrinken. Wenn Nikolas noch lebt, wollt ihr dann, dass ich ihn ermorde? Die Diebesgilde mordet nicht. Doch Nikolas war der Auslöser von so viel Leid. Ich sollte euch nicht darum bitten. Und ich kann im Grunde auch nicht. Aber wenn ihr ihn lebend vorfindet und tot zurücklasst, würde ich das als die große Ausnahme von der Regel betrachten. Okay, wir dürfen ihn umbringen. In Marbruck? Boah, das ist ja auch Wonders. Ist Marbruck nicht...
Hier oben. Ah. Es ist ein Grünschatten. Da haben wir zum Glück einen Wegschrein. Da können wir da eigentlich relativ leicht hinspringen. So, wo ging's nochmal raus hier? Andere Richtung. Nun? Tja. Interessant. Oh, falsche Richtung. Warte mal. Nee, doch nicht. Immer noch falsche Richtung. Da müssen wir lang. Oh. Weiß nicht, was diese Geräusche macht, ey. Mein Greif macht sie nicht. Ja, wir suchen nach Nikolas. Der wird noch bezahlen für das, was er uns angetan hat. Ich achte mir. Naja, wechseln wir wieder die Karte. Wenn jetzt diesmal die Quest nicht weitergeht, dann muss ich wieder beenden. Dann weiß ich aber auch nicht weiter. Gut, ich bin mal Mist. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ne, das wäre jetzt Verschwendung. Das wäre jetzt Verschwendung, wenn ich jetzt plötzlich die Kronenstärkungsmal nehme. Meine Freundin, wie gut es tut, euch zu sehen. Wir kennen uns gar nicht. Na. Ihr seid die letzte Person, mit der ich gerechnet hätte. Seid ihr gekommen, um eure Häme zu zeigen? Um mir zu sagen, dass meine Suche nach Nikolas scheitern wird? Und wie habt ihr herausgefunden, dass ich der Wüstenfalke bin? Oberinspektorin Pick, ihr seid der Wüstenfalke? Ich bin nicht länger Oberinspektor von irgendetwas. Nachdem eure Gilde aus der Zitadelle von Noshira entkam, blieb mir keine andere Wahl, als mich aus dem Eisenrad zurückzuziehen. Das Tagebuch war ein schönes Detail. Ich hatte gehofft, das Schicksal von Nikolas bei dessen Verfahren besiegeln zu können. Doch das hat mir ein Sturm abgenommen. Angeblich. Warum sucht ihr nach Nikolas? Von mir habt ihr das aber nicht gehört. Ihr könntet nicht mal einfachste Anweisungen befolgen, um ein glitzerndes Schmuckstück abzulegen. Wie kann ich euch da nur ansatzweise trauen? Das Eisenrad hat viele gute Leute ermordet. Klebt ihr das Blut in euren Händen oder an den von Nikolas? Wir dachten, Abbas Landung wäre voller Banditen. Die Handelsfürsten setzten uns auf eure Gilde an. Als ich erkannte, dass sie uns nur benutzten, um alte Rechnungen zu begleichen, ließ sich das Eisenrad sich in die Zitadelle von Noshira zurückziehen. Haltet ihr mich für gefühllos? Meint ihr, mich reuen unsere Methoden nicht? Wenn ihr die Sache richtig stellen wollt, dann sagt mir, was ihr über Nikolas wisst. Na, in Ordnung. Ihr gewinnt mal wieder. Hier, dieser Schlüssel öffnet meine Schatulle. Ihr dürft gerne ihren Inhalt an euch nehmen. Verrät mir der Anhalt, wo er ist? Nein, aber ich vermute, er ist in Gradwald. Wo denn genau in Gradwald? Es gibt einen Spitzel, der den Namen Bellulor Gerüchteschwund trägt. Ein aalglatter Kerl, ein Einheimischer. Er könnte wissen, wohin Nikolas unterwegs war. Es steht alles in meinen Notizen. Danke für die Hilfe.
Ich helfe euch nicht. Ich bringe nur meine Beteiligung zu Ende. Ich bin mit diesem Fall fertig. Seine Auflösung bringt weder Gewinn noch Ehre. Okay. Gut. Mal gucken, ob wir diesmal weiterkommen.